Die vierte Novelle der Covid-19-Öffnungsverordnung ermöglicht weitere Lockerungen im Bereich der Gelegenheitsmärkten ab 3. Juni und weitere Lockerungen ab 10. Juni. Dazu gehört etwa die Ausweitung der Sperrstunde auf 24 Uhr, die Anhebung der Auslastung für Kultureinrichtungen auf 75% und die Auferhebung der Masken- und Abstandspflicht bei Zusammenkünften von bis zu 8 Menschen. Laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein könne man mit der geringen Anzahl an Neuinfektionen die weiteren Öffnungsschritte verantworten. Er führt den Rückgang bei den Zahlen auf mehrere Faktoren zurück. Ja, es sind sicherlich mehrere Faktoren, die dazu geführt haben. Zum einen haben wir eine zunehmende Durchimpfung in der Bevölkerung, die sich jetzt, und das haben wir auch gewusst schon Ende April, die sich jetzt nämlich Ende Mai und Anfang Juni beginnt, massiv auszuwirken. Es gibt auch den saisonalen Effekt, das heißt, natürlich sind mehr Österreicherinnen und Österreicher draußen, wobei interessanterweise dieser Effekt in Europa zu sehen ist, aber in anderen Ländern auch nicht. Und ich glaube, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher in den letzten Wochen und Monaten nach der dritten Welle oder während der dritten Welle auch sehr an die Maßnahmen gehalten haben. Also diese Basismaßnahmen, Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen, sind ganz wesentlich. Die werden uns auch noch einige Zeit begleiten. Und alles miteinander, die Durchimpfung, der saisonale Effekt, die Mitarbeit der Bevölkerung hat dazu geführt, dass wir gemeinsam erreicht haben, dass die Zahlen jetzt so gut sind, dass wir doch ab 10. Juni ganz grob einmal die Sicherheitsvorkehrungen halbieren können. Schon ab 3. Juni 2021 treten spezielle Regeln für Gelegenheitsmärkte in Kraft, auf denen lediglich Waren, Speisen oder Getränken zum Verkauf angeboten werden. Hier ist kein 3G-Nachweis, also getestet, genesen oder geimpft, und keine Kontakterhebung erforderlich. Ab 10. Juni 2021 wird der Mindestabstand von 2 auf 1 Meter gesenkt. Die mindestens vorhandene Quadratmeter je Kunde werden von 20 auf 10 Meter gesenkt. Dies gilt für Sport, Handel und Museen. Die Maskenpflicht outdoor entfällt. In Betriebsstätten, nicht öffentlichen Sportstätten und Freizeit- und Kultureinrichtungen ohne Personal vor Ort ist der 3G-Nachweis bereitzuhalten, muss aber nicht im Vorfeld nachgewiesen werden. In der Gastronomie wird die Sperrstunde auf 24 Uhr erweitert. Indoor sind maximal 8 Erwachsene, outdoor 16 Erwachsene plus betreuungspflichtige Kinder pro Tisch erlaubt. Maskenpflicht gilt ebenso wie indoor auch im Freien. Bei Zusammenkünften können Indoor bis zu 8 Personen plus Kinder zusammentreffen, Outdoor bis zu 16 Personen plus Kinder zulässig. Es gibt keine Abstands- und Maskenpflicht bei bis zu 8 Personen, allerdings wird die Anzeigenpflicht erhöht, diese gilt dann ab 17 Personen.